ich erst später mit einem starten kann. Aber egal, meine Parts haben sowieso schon alle krumme Zeiten als Dauer. 16 Minuten, jetzt die letzte Session muss ich mit 16 Minuten 30 splitten und rendern. Weil ich halt zum Schluss 3 Minuten zu wenig hatte. Dann war noch eine Cutscene im Weg beim Schneiden. Die musste ich natürlich so schneiden, dass die Cutscene gerade vorbei ist und dann ein Cut drin ist, weil sonst ist es ja ein bisschen blöd. Also es ist schon nicht einfach, an den richtigen Stellen zu schneiden. Deswegen kann es auch mal passieren, dass ich mitten im Gespräch geschnitten werde. Also während ich gerade irgendeinen Satz sage, dass dann auf einmal ein Cut ist. Und der Rest dann im nächsten Part erst kommt. Aber es geht manchmal nicht anders. Ich kann mir nicht die ganzen Parts jedes Mal angucken. Dafür geht dann zu viel Zeit drauf. Das Rennen alleine dauert ja schon bald eine Stunde 45 oder so. Für 15 Minuten Aufnahme, ey. So gut ist mein Rechner nun dann doch nicht, dass das schneller geht. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ja, ist ja... Bräuchte irgendwas, um die Abklingzeiten zu verringern, ey. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Findet ein Innenhof... Achso. Von Leorix Anwesen. Ein würdiger Gegner! Na, das wollte ich auch gerade machen. Das war ein würdiger Gegner! Prächtig! So. Oh, das ganze Gift immer. Ich brauche mein Gold. Komm, gib her. Scheiß auf Giftschaden. Ich will Geld. So, soll ich jetzt hier noch erkunden oder soll ich es lieber lassen? Ah, ich lasse es lieber. Wir müssen ja auch mal ein bisschen vorankommen, ne? Ist hier jetzt irgendwas? Ja, da liegt eine Leiche. Oh, ein Buch. Herrin, ich freue mich zu berichten, dass ich den Willen der Gefangenen aus Wortham gebrochen habe. Die Worte flossen aus ihren Mündern wie Blut aus einer Wunde. Unsere Beschwörer können die Waffe auf euren Befehl hin einsammeln. Und der Feind wird nichts davon merken. Ich bin noch nicht so weit. Zu mir, ihr Bestien! Lasst niemanden an mich heran! Ja. Hat wohl nicht so ganz geklappt, du bist schon längst tot. Gold. So, jetzt will ich auch mal wieder ein bisschen erkunden. Nee. Bestimmt wieder voll viel verpasst. Wie kommt mir der erste Akt so lang vor? Ah, gut, weil ich halt viel erkunde und rumlaufe. Ne? Das könnte daran natürlich liegen, dass der erste Akt ein bisschen länger ist. Jo. Von den Viechern blaue. Das hat mir auch noch gefällt mit meinen Blenden. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich hab's vergessen. Aber man sieht, es lohnt sich schon ein bisschen rumzugucken. Da sind schon manchmal Gegner. Die droppen natürlich auch blaue Sachen. Vielleicht sogar gelbe könnten die ja auch droppen. Das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin noch nicht so weit. Das ist ein Reflex. Ich drücke immer 2 und danach gleich 1. Bei den Göttern. Okay.
Meine Schmerzen wurden gelindert. Da ist ja noch einer. Das Portal ist geschlossen. Für immer. Für immer. Oh, scheiße. So, müssen wir wieder nach Items gucken hier. 37 Rüstung mit 6 Stärke. Ich weiß gar nicht, ob die. Mir fällt nicht, wie der Schuft Lea an sich. Halt doch mal die Klappe. Mir auch nicht. Ob die Attribute nur für die bestimmten Klassen sind oder ob das scheißegal ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 80.000 Stärke reinpumpe. Muss ich mal im Internet gucken. Oder ich schreibe es mir in die Kommentare. Aber darauf kann ich, glaube ich, ein bisschen warten. Bis ihr das macht. Apropos Kommentare. Ich verstehe bei YouTube auch manchmal nicht, dass die Viewer gar nicht richtig angezeigt werden. Bei den Videos in meinem Videomanager steht zum Beispiel bei einem Video 2 Views. Aber wenn ich genau darauf achte, dann habe ich gar nicht mehr bekommen an dem Tag. Also das Video geht quasi online, das bekommt 2 Views, aber die Statistik ist immer noch dieselbe wie vorher am nächsten Tag. Also man muss ja mal bis 9 Uhr warten oder so, bis es aktualisiert wird, aber da ändert sich dann nichts, obwohl das Video neuer ist als der alte Stand. Ich bin noch nicht so weit. Manchmal ein bisschen komisch. Manchmal habe ich auch Views auf dem Video, was gar nicht öffentlich ist. Ich lade die ja immer einen Tag vorher schon hoch, damit die pünktlich am nächsten Tag dann online kommen. Und dann ist es geplant gestellt, beziehungsweise privat. Und es hat trotzdem Views, also keine Ahnung, was da abgeht bei YouTube. Vielleicht sind es auch YouTube-Mitarbeiter, die sich meine Videos angucken, um zu gucken, ob da was Illegales drin ist oder so. Ich weiß es nicht. Oder eine GEMA-Verletzung. Eigentlich dürfte an Diablo 3 nichts Illegales sein. Weil laut dem Forum von Activision, laut den AGBs von Activision Blizzard, ist es erlaubt, eure Schwächen sind offenbar, die Videos von Blizzard bei YouTube hochzuladen und auch damit die zu monetarisieren. Allerdings ist es nicht erlaubt, auf anderen Plattformen damit Geld zu verdienen. Warum, weiß ich nicht. Die dunklen Berserker werden zu den geringeren Dämonen gezählt. Doch ihre Stärke übertrifft noch immer die der Menschen bei Weitem. Ich habe in der Kathedrale unheilige Zaubersprüche gefunden. In Erzbischof Lazarus eigener Handschrift. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Ich hoffe, es gibt keine Kopien, damit dieses schreckliche Wissen für immer verloren ist. Ja, nächstes Buch. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Chaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Schade, hier, an dem Punkt, wäre ein Schienbeinknochen normalerweise gewesen. War jetzt diesmal nicht der Fall. Schade. Jetzt haben wir den Pilz, aber das Schienbein nicht. Das brauchen wir auch noch. Muss ich mal gucken, ob ich mit einem anderen Charakter mal so weit spiele und dann abfarme, bis ich das Schienbein kriege. Weiß ich aber noch nicht, ob ich es mache. Mal sehen. Das ist schon wieder ein Buch. Ich würde es auch schon wieder völlig vergessen, bei welchem Thema ich stehen geblieben bin. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauern. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher. Hab extra gewartet. Unsere Brüder derart niedermähen. Er ist hier. Natürlich bin ich hier. Ihr werdet sterben. Genauso wie die anderen.
Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Ja, mach das. Ich werde euch kriegen, Magda. Und wieder meine Kraft. Ja, meine auch. Was hatte ich denn jetzt für ein Thema? Ich hab's schon wieder ich hab's schon wieder vergessen. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Sie sind tot. Ich suche noch nach jemand anderem. Einem Gefangenen in Lumpen gekleidet. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Magda wird sterben. Ist natürlich vorher niemandem aufgefallen, als ich den gefunden habe, dass er goldene Augen hat, ne? Das ist erst jetzt so ein armen Bauern hier aufgefallen, der tot ist jetzt mittlerweile. Ja. Ach ja, wir waren bei Activision Blizzard. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja, also laut dem Forum, da hatte einer mal eine Anfrage gestellt und da wurde auf die AGBs verwiesen. Das Böse versteckt sich. Und dort stand drin, dass es erlaubt ist, das Video bei YouTube hochzuladen. Und dass es auch erlaubt ist, wenn man Partner ist und somit auch Monetarisierungsrechte besitzt. Es ist allerdings nicht erlaubt, damit in anderer Weise Geld zu verdienen, was auch immer die damit meinen. Keine Ahnung, ich hoffe mal einfach, dass es erlaubt ist. Ich habe jetzt auch keine Anfrage gestellt. So wie bei dem neuen Projekt, was jetzt demnächst kommt. Da habe ich eine Anfrage gestellt, eine offizielle. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. So, jetzt können wir hier neue Sachen verteilen. Was ist denn das hier jetzt eigentlich? Donnerfäuste mit Blitzschnell. Wir haben schon, aber das gilt nur für einen Gegner, ne? Ah, jetzt ist natürlich blöd. Ich behalte das hier. Dann haben wir hier Verteidigung Lichtblitz. Odem des Himmels. Damit kann man sich heilen. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh, im Chat passiert was. Ein Goldspammer ist da. Geil. So, eine Explosion göttlicher Energie heilt euch und eure Verbündeten in einem Umkreis von 12 Metern um 206 bis 247 Leben. Das ist jetzt nicht so krass viel, aber das bringt auch schon wieder meinen Plan durcheinander. Hörte ich Geschichten über den Sturzkönig Leorix, aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Ja, das ist auch geil hier. Ja, anschließend fügt ihnen heftigen... Oh Mann, ey. Das ist so gute Sachen, die es hier gibt, sind das? Annehmen. Ja, was mache ich jetzt mit der Heilung? Ich lasse das mal Lichtblitz. Guck mal, vom Blizzard ist es ja sogar so gewollt. Oh. Okay. Vom Blizzard ist es ja so gewollt, dass man jetzt hier wechselt, quasi. Statt Lichtblitz dann die Heilung nimmt. Warum, verstehe ich nicht. Ich bleibe aber bei Lichtblitz, das ist, glaube ich, besser. Was ist das? Damit die Dauer... Ach, okay. Ja... Bleibt mir nichts anderes übrig. Und hier kommen dann später die Mantras. Was gibt's denn eigentlich für eine Mantras? Mantra, das ich verbinde. Von 40 Metern, 3 Minuten lang. Ja. Da muss ich mal gucken, das kommt ja erst später. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Skillsystem. Dass man sich mal aussuchen muss, was man nehmen soll. Nicht alles nehmen kann einfach. Ich hab doch genug Tasten hier. So, hier ist nix. Weil jetzt muss ich ab und zu auch noch 3 benutzen, um Gegner ranzuziehen. Das ist doch mal schön. Jetzt habe ich 3 Tasten. Das allerdings wird es immer komplizierter zu rauchen dabei. So, hier ist noch ein Buch. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid. So viel ist klar.
Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Warum war das eigentlich Teil 3? Hatten wir schon die anderen Teile? Ich weiß es nicht. Ich höre bei dem Scheiß ja nie zu. Ich lasse es ja eigentlich nur wegen euch abspielen. Weil storymäßig, naja, gut. Ist halt Diablo, ne? Ist eh immer dasselbe. Also ich kenne die Story jetzt so ungefähr grob. Was macht er denn hier? Achso. Das habe ich gar nicht gesehen. So grob kenne ich die Story und das reicht ja eigentlich bei Diablo. Es geht hier um Metzeln.